als Kind habe ich immer nachgedacht, warum bin ich hier, warum bin ich auf der Welt, was passiert da oben. Und da ist Meditation natürlich ein tolles Mittel, um das zu erfahren. Weil was jeder Mensch erfahren kann, ist, ich existiere. Das ist mal die Grundlage. Ich existiere, das weiß jeder. Ich atme, ich bewege mich. Ich habe eine Existenz. Das ist die Basis. Ich bin eine Seele, die unveränderbar ist. Der Charakter ist verändert, die Gedanken werden verändert. Man hat nicht mehr dieselben Gedanken wie vor 20 Jahren. Kleidung, der Körper, alles verändert sich. Eine der ersten Übungen in der Meditation ist, man bleibt zentriert, fokussiert und die Gedanken kommen wie Wolken und gehen vorbei. Dann kommt der nächste Gedanke, nimm dich mit, du gehst wieder zurück, fokussierst dich in der Mitte, bleibst in deinem Sein. Und das erfordert natürlich Praxis. Also es ist wie wenn einer im Bodybuilding-Studio seine Muskeln täglich trainiert, dann hat er irgendwann solche Oberarme. Aber viele Menschen trainieren nicht den Zugang zu ihrer Seele oder den Zugang zu ihre Emotionen mehr zu beherrschen oder, wie gesagt, ihre Gedanken. Die meisten Menschen können gar nicht aussteigen aus diesem Gedankenzirkel. Mani Kanika. Meditation schärft das Bewusstsein für die Existenz, die wir sind. Und gibt uns einen Zugang zu einem universellen Wissen, zu einer Kreativität, zu einem Wissen aus dem Bauch, einem intuitiven Wissen. Und das ist natürlich etwas, was für die Kunst unglaublich wichtig ist. Ich male eigentlich schon seit Kindheit und habe eigentlich schon sehr früh Spitzwegbilder kopiert und habe eigene Bilder gemalt, dann sehr stark mit Surrealismus beschäftigt. Aber Malerei ist eine sehr zweidimensionale Sache. Das heißt, Malerei sieht man mit den Augen. Und ich bin eigentlich leidenschaftlicher Musiker. Ich bin wahrscheinlich begabter als Maler. Aber Musik ist dreidimensional. Musik wird gehört und geht nach innen. Und wenn ich die Augen schließe in der Musik, eröffnen sich mir riesige dreidimensionale Räume. Jai Jai Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Ich glaube halt daran, dass es wichtig ist, positive Musik zu machen, die den Menschen fördert, ihn harmonisiert. Und ich merke bei den Konzerten, die wir geben, wie die Menschen einfach ihre Gesichter, wie die entspannen nach zwei, drei Stücken und wie sie Zugang zu ihrer Seele bekommen, beziehungsweise wie eine harmonische Schwingung entsteht. Uns passieren täglich Wunder. Wir stehen morgens auf, ein Wunder, ich kann meine Finger bewegen, ich kann sehen, ich kann riechen, das ist ein einziges Wunder, ein einziges Geschenk. Und sich dessen bewusst zu werden, und das ist für mich Gott, Gott ist in der Natur, Gott ist im Menschen, Gott ist überall. Also das ist die Art von Gotterfahrung, die man in der Meditation bekommt, dass man eins wird mit allem. Mit allem Leben. Das ist das, was ich erfahren habe. Das ist ein persönliches Erfahren. Ich habe nicht den Anspruch, dass das die Wahrheit ist. Das ist meine persönliche Wahrheit. Ich
habe eigentlich alle Träume gelebt. Ziele habe ich viel erreicht. Ich habe Kunstwettbewerbe gewonnen, ich habe viele Platten verkauft, ich habe Musik gemacht. Und je mehr man in dem Sein ruht, desto mehr kann man erkennen, dass das alles vorübergehend ist und dass das alles keine wirkliche Realität hat, weil alles vergänglich ist. Das meiste Leid der Menschen entsteht daher, dass sie trauern über was, was vergangen ist, was sie nicht mehr ändern können, oder Angst haben, in der Zukunft könnte was passieren, was schlecht ist. Und ich will bewusst im Hier leben und das bewusst erfahren und im Jetzt handeln. Das ist mein Ziel. Thank you.